noch nicht mal geduscht, sondern gleich vom Trainingsplatz. Aber es schwitzen, glaube ich, weniger als die Spieler. Herzlich willkommen, unser Trainer. Hier ist Markus von Allen. Markus, eine Wahnsinnsbegeisterung. Die ganze Osttribüne voll. Wir mussten sogar die Südtribüne aufmachen. Also hallo einmal an die Südtribüne, die da mittlerweile stehen. Auch von Richtung Osttribüne aus. Markus, eine riesen Begeisterung und deine Eindrücke zu dem Training heute. Ja, hat einfach super viel Spaß gemacht, wollte gar nicht abpfeifen hier zum Schluss und macht einfach Lust auf mehr. Lust auf mehr, das haben nicht nur die Fans, das hat man ja heute gesehen, sondern Lust auf mehr wird es auch ab dem 17. geben im Trainingslager in Teistungen. Wie wird sich das so ein bisschen gestalten, wie wird es aussehen, dieses Trainingslager? Ja, wir werden zum ersten Mal dann in ganz enger Runde zusammen sein, hoffen, dass dann die letzten Spieler auch schon dabei sind, einfach um sich kennenzulernen, dass das Team sich findet. Dann werden wir arbeiten, einfach mit dem Ziel, die Jungs erstmal fit zu machen, ein Team zu werden und uns natürlich auch in Kleinigkeiten noch weiter zu verbessern. Wir sind ja viel unterwegs, werden beim VfR Wellensiek spielen, am 3. Juli das Derby gegen VfB Fichte und sind in Osterweg in Hellpunkt. Aber wir haben hier, glaube ich, eine Vorbereitung, die wir so von den Namen her noch nie hatten, in der Schüngow Arena oder früher halt Alm. Wenn ich das sehe, am 28. Juli gegen FC St. Pauli, gegen SC Paderborn am 8. Juli und dann natürlich der Höhepunkt Sunderland am 17. Juli. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen staffelt, wo sollen wir oder wo wollen wir denn am 17. Juli stehen? Jetzt sag nicht hier auf dem Platz, das weiß ich, aber ich meine so von deinem Wunsch her, von der Leistung, wo du sagst, bis dahin will ich eine gewisse Mannschaft zusammen haben. Ja, ich glaube, wenn man Spiele hat, Freundschaftsspiele hat, Vorbereitungsspiele hat auf diesem Niveau, ist Zeit für jeden Spieler, sich anzubieten, sich zu zeigen unter wirklich absoluten Wettkampfbedingungen. Das war das Ziel und ja, natürlich hoffen wir, dass wir, oder gehen davon aus, dass wir dann auch eine einigermaßen eingespielte Mannschaft zum Saisonstart haben, denn das wird wichtig sein. Markus, da freuen wir uns drauf. Die ersten Eindrücke, also man hat gemerkt, die Mannschaft findet sich so langsam, hat Spaß auch dabei, auch jetzt mit dem Elfmeterschießen. Ich glaube, Spaß, trotz des ganzen Ernstes und der Wichtigkeit, ist ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Einer meiner Grundsätze ist einfach, dass Freude dabei sein muss. Freude hat für mich was mit Konzentration, mit Spielfreude, Lauffreude zu tun. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Ohne Spaß geht's nicht. Also Spaß gehört einfach dazu, Freude gehört dazu, ist ganz wichtig. Dann würde ich sagen, Dankeschön, Markus von Allen, und hab viel Spaß, hab viel Freude, spielt erfolgreichen Fußball und viel wichtiger, auch dann haben wir Spaß und dann haben auch wir Freude. Dankeschön, Markus von Allen, und jetzt bitte.